Ich habe die Tage übrigens mal so just for fun eine neue Welt kreiert. Und da bin ich halt in einem, was waren, wie hieß das, Himmelseichenbiom gespawnt. Da waren nur Himmelseichen. Komplett. Sah voll cool aus. Und du merkst sofort, wie es anfängt, die FPS, dass sie in den Keller gehen. Aber sofort. Es gibt ja angeblich jetzt einen Baum durch Towncraft. Ich glaube durch Towncraft. Ich bin mir nicht sicher, ob durch Towncraft oder echte Berbice. Aha, gut. Warte mal. Kann ich das jetzt? Nee. Also Quelle des Lebens habe ich noch nicht erforscht. Irgendwas anderes habe ich jetzt zwei was schon. Aber es war definitiv nicht der Quell des Lebens. Sirose? Ah, okay. Was ist das? Ach, nicht Schwein, ich will das. Okay, geht nicht. Huch! Toll, da war ein ganz kleines Loch. Wasser? Matsch. Ton. Sehr gut. Nicht Huhn. Sind wir eigentlich schon in einem Biom? Oh, ich laufe falsch dafür. Oh Gott, das wird so ein quietschfarben Biom. Ja gut, dann danach ist vielleicht schön. Danach ist vielleicht schön. Geht das? Weidenholz? Nein, Pflanzen studieren. Ich denke schon, dass wir noch so und so viele Pflanzen wahrscheinlich finden müssen, bis dann das Pflanzen erforscht freigeschalten ist, ne? Ich vermute es mal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich denke schon. Zauberwald ist das aber nicht. Nee, nee, das ist kein Zauberwald. Cool. Übrigens, wir haben gerade die brauchen wir. Für den ganz großen Kopfschmuck brauchen wir genau die. Sind noch mehr hier davon da? Ich glaube, das sind die gewesen. Für den ganz großen Kopfschmuck brauchen wir die. Okay, wir müssen in die Richtung. Sieht aber sehr schön aus hier, das Bio. Nee, da fehlt noch was anderes dazu. Ich mache immer so jetzt hier, um das Wasser wieder zu sehen. Ja, ich mal irgendwie. Warte mal, Wassersalat? Nein. Magenta-Seerose? Nein. Ach, Menno! Was finden. Oh, hier. Pilze? Leben irgendwas. Oha. Es ist schwierig, was. Wir müssen alles durchtesten einfach. Wenn wir da irgendwann diesen riesen Zauberstab haben, ne? Dann geht's los. Das geht rund, geht das. Die sind so fällig. Diese Kultisten-Kollegen, ja. Die werden wir so wegschnetzeln. So, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Geht das jetzt? Ich habe immer die Hoffnung, dass dann irgendwann das, wo wir genau wissen, dass es noch nicht ging, bis jetzt auf immer geht. Dann bestätige ich mich halt darin, dass ich recht hatte. Das bestätigt mich darin, dass ich recht hatte. Ne, dass man erstmal genug erforscht haben muss von etwas, um dann darüber Wissen zu erlangen. Das hoffe ich eben gerade, wie ein bisschen, dass wir. Warte mal, die sind auch hier die Fahne. Ah, Quelle des Lebens. Ja, Pflanzen verstehen. Pflanzen studieren. Nicht verstehen, studieren. Ja, war schon falsch. Oh, Erde. Ja, da habe ich noch nicht gemacht. Okay. Ups. Ach so, wir sind im neuen Gebiet, ja?
Kein Quatsch jetzt. Ganz ruhig. Nichts abstürzen. Ist das jetzt? Das war jetzt knapp. Nein, das ist eher so ein Herbstbiom. Da fällt mir ein, jetzt gerade bei so einem kleinen Freeze. Bei der letzten Aufnahmerunde, da war das auch so ein kleiner Freeze. Den habt ihr im Video aber nicht gesehen. Da hattet ihr dann 30 Sekunden oder so ein ganz Zeitraffer-Video. Kann passieren, dass ihr das jetzt auch gerade wieder hattet. Ich weiß, das sehe ich erst, wenn ich dann das Video rendere, ob das so ist. Aber ihr hattet bestimmt gerade wieder sowas, dass ihr irgendwie 30 Sekunden alles in Zeitlupe gesehen habt, bevor der eigentliche Freeze bei mir dann kam. Ich würde es aber nur wirklich, wenn wir neue Biome betreten. Die Welt wird wirklich immer größer. Da ist was. Was ist das? Was ist denn das? Bist denn du? Ist das nicht so ein Asteroid? Sieht aber nicht sehr asteroidisch aus, oder? Also eher platt. Wie eine Flunder. Dann haben wir schon mal die ersten zwei. Platten. Wir brauchen 4 Platten. Wofür wir die Platten brauchen übrigens. Das ist interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das reime ich mir so zusammen. Das ist so meine Theorie gerade in meinem Kopf. Diese Platten aus diesen Platten, das sind wie Gussform für diese einzelnen Schaltkreise. Folgendes. Wir finden diese Schaltkreise nur in Asteroiden, die auf die Erde gestürzt sind. Und ein System, was materielle Sachen dematerialisiert und digitalisiert. Ja, davon ist diese Welt hier weit entfernt. Und da man diese Grundplatten, um diese Technologie zu machen, nur in Asteroiden findet, finde ich das ganze Prinzip ziemlich interessant, was da für eine Theorie dahinter steckt. Oder was da für eine Theorie dahinter stecken könnte. Hier ist jetzt das. Hier ist Krams drinne. Machen wir blau. Machen wir blau für das hier. Das kann weg. Grün, Blumen. Packen wir es gleich rein. Genau. Richtung. Cool, da haben wir unseren ersten kleinen Asteroiden gefunden, aber der ziemlich platt war. Nicht richtig generiert wahrscheinlich. Aber es passiert nun mal, ne? In die Richtung. Ich muss mal, oder wir müssen mal vielleicht so den Livestream machen, den ich nicht als Let's Play raushaue, also einfach nur so als Livestreamer und diese ganzen kleinen Zwischenstücke hier mal erkunden, dann dort einfach langlaufen, wirklich ein paar Stunden lang einfach nur erkunden und dort halt alles aufdecken mal. Das fände ich gut. Huch, und das Wasser. Alles sehr dicht hier. Monster sind an. Theoretisch. Ist aber recht schön hier. Oh Gott, dann bist du auf den Wald da. Aber ansonsten ganz nett. Da ist wieder so ein Taumbaum. Ein Taumbaum. Jetzt krabbelt meine Stirn. Wirklich? Von der Nase zur Stirn? Toll. Ganz toll. Hallo Schweinchen. Keine Angst, ich tue euch nix. Ich möchte nur das noch ein Taumbaum. Ist cool, dass die aber auch so in diesen unterschiedlichen Biomen spawnen und dann dementsprechend nur angepasst aussehen zu dem Biom. Das finde ich auch gut. Das ist auch anderes Holz, ein totes Holz. Auch cool. Ja, finde ich gut. Dass sich das da wirklich so auch anpasst an die ganze. An das Biom, in dem er halt wächst. Das finde ich gut. Es wird übrigens Nacht.
Bitte schnell, bevor Monster spawnen. Okay. Habe ich Monster an? Ja. Okay. Mir fällt da gerade was ein, ne? Die Monster sind jetzt an. Gut. Wir machen die extra nicht beim Dorf an, damit halt die NPCs nicht da irgendwie bei Creepern in Schwierigkeiten kommen. Und uns die Creeper dann alles wegsprengen in unseren Dörfern. Aber mir fällt da gerade was ein, ne? Wir haben dort hinten Chunkloader stehen. Ist mir gerade so eingefallen. Die Mondfeen sind Chunkloader. Die sind nicht direkt im Dorf, aber... Aber naja. Ne? Nicht direkt im Dorf, aber naja. Oh, ich muss die Uhr gucken. Ja, ich muss die Uhr gucken, weil ich dann im... koche dann. Meine Mama geht zurzeit auch nicht so gut und so. Und ich bin ja nicht so, ne? Ich koche dann auch gerne für alle einfach. Ich mag das. Ich mag das so, die ganze Familie an einem Tisch zu haben, ne? Finde ich schön. Und ich habe wieder dran mit Kochen heute. Meine Mutti das nicht machen muss. Ich habe eine kleine Schwester natürlich. Ne? Das ist natürlich schon schlecht, wenn es meiner Mutti schlecht geht und die nicht kochen kann oder will. Da übernehme ich das aber selbstverständlich. Also ich bin da nicht so... Irgendwie sieht das zu, weiß nicht, zu unspektakulär hier gerade alles aus. Das kenne ich nicht von Minecraft. Oder? Es sieht alles so, ja, angenehm aus. Nicht irgendwie, wo du sagst, boah, was sieht da? Was sieht da? Ist ein bisschen seltsam. Ich freue mich auch, muss ich sagen, persönlich sehr über mich selber gerade ein bisschen. Mit der Facecam, dass ich mir das halt so getraue und alles so. Ich meine, daran habt ihr alle ja auch einen mega Anteil, dass ich mich das überhaupt getraue. Wenn ihr euch jetzt Fragen anguckt, warum, hä, wieso das? Naja, ihr reagiert auf mich so, wie ihr reagiert. Ne? Wie ihr halt. Ich meine, 500 Leute nur mittlerweile. Ups. Deswegen, also das ist. Ihr habt da eigentlich auch einen großen Anteil dran, dass ich mich so wohlfühle und das machen kann. Und auch den Mut habe, das halt so zu machen, wie ich es mache, nur. Mit den Videos hier, ne? Also ihr habt da auch einen Anteil dran. Denkt das nicht. Ich würde gern... Sind das zwei Blöcke? Ja. Mal gucken. Oh, das ist eine Auranode. Kann ich die scannen? Oh, da kriegen wir massenhaft Punkte. What? Bernstein, ein Fallensymbol. Du hast Vinculum entdeckt. Diese Auranot, ne? Jetzt nehmen wir sie mit, würde ich sagen. Genau, jetzt nehmen wir den Rest mit. So. Da kriegen wir massenhaft Punkte, ey. Das ist krass. Laub? Nein. Echt, Aluminium geht nicht. Das war jetzt klar. Das habe ich jetzt kommen sehen. Habe ich noch. Ganz Ruhe. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wo war denn das? Na, jetzt können wir einfach rausgehen. Oh, cool. Eine Auranot, ne? Oh, Wölfe. Ist das die richtige Richtung? Wie ich bei diesen Freezes halt immer so Lüften halte kurz, ne, so innerlich, das ist so, boah, so ein ganz beschissener Moment. Wenn ich da mal richtig Bammel hab, dann das so freest.
Das macht mir halt dann mehr Arbeit, als ich eigentlich sein müsste. Das ist ein Baum, oder? Ich nehme mal einen Sumpf. Mit meinem Glück. Ja, wird Sumpf sein. Ich möchte mal, wir können mal was versuchen. Ich weiß nicht, ich habe schon überlegt, bei solchen Tests, die ich ja manchmal mache, in Kopien, ob ihr vielleicht da mal auch das sehen wollt und so, wie das so dann im Endeffekt funktioniert oder so. Denn ich möchte... Oh, hier haben wir noch was. Zinn geht. Aluminium geht nicht. Na, Freund. Ne, und zwar würde ich nämlich gerne mal testen. Ich möchte gerne auch NPCs machen, zum Beispiel fahrende Händler, die im Prinzip diese Strecke von Sanctuary nach Neutristram oder dann auch nach Sovngarde laufen, die man unterwegs und langläuft und treffen kann. Sowas finde ich gut. Oh, NPC drauf. Wow. Nice. Ja, also sowas würde ich gerne machen. Und das will ich mal in der Kopie dann erstmal testen. Zwei Türen nebeneinander. Das Haus dahin sieht komisch aus, ne? Es zählt als ein Dorf. Ich wollte mal ganz kurz hier. Blauschiefer, Steinkohle. Stein. Ganz normaler Stein. Wasser hat man das schon? Warum wurde das jetzt nicht angezeigt? Also, oh. Asteroid. Yay. Schleiminsel. Dorf. Yay. Hier ist die... Das ist wie so eine Ebene hier, ne? Guck mal, da ist ein riesen Taubenbaum. Taubenbaum, klingt lustig. Ein riesen Taubenbaum. Ein irgendwie doppeltes Dorf. Ein Asteroid daneben. Ja gut, das ist... Vor allem bei dem Inkgebäude dort fehlen irgendwie auch die Spitzen da oben. Irgendwas ist hier ganz komisch durcheinander gewürfelt. Oh, der ist groß. Oh, der ist groß. Wir brauchen vier verschiedene Seiten. Mit Glück kriegen wir jetzt die letzten zwei, die wir brauchen. Dann können wir das von der Seite aus schon mal machen. Oh Gott. Ich gehe mal von der Seite aus hin. Okay. Wir buddeln uns mal rein. Und hoffen, dass wir die letzten Platten finden. Die letzten zwei Platten. Wir brauchen noch zwei verschiedene Platten. Es kann nicht auch passieren, dass wir jetzt einfach nochmal die doppelten Platten kriegen. Was ich da... Ich habe da auch, als ich den Mod dann hier so gesehen habe, ne, auch mit diesen Asteroiden, habe ich eine kleine neue Idee gehabt. Überraschung. Und zwar aus Final Fantasy. Ne, da gibt's die Hammer, glaube ich, schon, ne? Da gibt es ja... Obwohl, die behalte ich. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Da gibt es ja... Ich vergesse den Namen leider immer. Okay, die doppelt. Ja, dachte ich mir jetzt schon. Hier haben wir noch... Moment. Das, das. Der Rest passt so. Grün noch. Für die Blumen. Die Kiste würde ich gerne mitnehmen. Den Rest des Asteroiden würde ich dann vielleicht so lassen wollen. Ach, ECB, was nehmen wir mit? Wir machen hier mal eine kleine Notiz. Asteroid. Jetzt gucken wir uns mal das Dorf an. Wo war denn das? Da drüben, ne? Ja. Genova. Genova. Oh, ich vergesse den Namen immer. An alle, die extreme Final Fantasy Fans sind. Es tut mir leid, dass ich den Namen vergessen habe. Es tut mir wirklich leid, weil eigentlich muss man den kennen. Ich glaube, Genova hieß die. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oh, die brauchen wir übrigens auch hier. Für den Blumenkranz. Da, glaube ich, das, die gehörten dazu. Ist nochmal Clay da zum Scannen? Eine Blume? Das war jetzt klar. Schade. Einfach so eine Art Mond-Asteroid, in der die gefangen war. So halb, weißt du, so halb, kurz vorm Einschlag. In der Luft bauen. Und dann halt, wir haben ja viel, wir haben viel Magie, wir haben viel was so ein bisschen
schimmert, was leuchtet, was so einen Schein ringsherum hat, was man dann so unten drunter machen könnte, zum Beispiel, dass es so aussieht, als ob das mit Magie festgehalten wird von unten. Wisst ihr, wie ich es meine? Das sieht bestimmt voll cool aus und dann halt schon so einen halben Einschlag gerade da. Nein. Ach, das kenne ich, das ist so ein Giftbiom, das habe ich früher mal gesehen. Oh, das Dorf ist richtig groß. Okay, cool. Der Fluss ist aber allerdings doof gespawnt. Jetzt habe ich wieder aufgesammelt. Okay, nee, der Mond ist okay. Es wird Nacht. Was ist da? Ach, es ist mein Fadenkreuz. Wieso sind hier zwei? Das ist ein Doppeldorf, oder? Momentum. Boah, krass. Was ist das bitte? Ich weiß nicht, was ist, aber ich find's cool. Der hat auch kaum noch Leben, ne? Geh bitte nicht weiter in den Boden rein. Bleib da drin. Das ist einfach nur ein Turm mit einem Kloster und einer Kiste. Ich nehme die Taumonomie, kommst mal mit. Sollte vielleicht mal jemand Bock haben, irgendwann mit in meiner Welt zu spielen. Das ist ein Taubturm. Und dort hinten ist ein ganz einsames Häuschen. Das ist aber seltsam. Da ist noch ein Taubenbaum. Da ist so hip, das sieht voll cool aus. Moment. Das sieht cool aus. Nice. Eigentlich voll cool. Oh ne. Falsch. Ah ne, falsch. Das. Genau. Und die Blumen natürlich auch noch. Ist aber schon cool, ne? Durchsucht man den Rest der Häuser. Ich finde das cool, wenn man solche Mods reinhaut, dass dann sich die Welt, auch selbst diese NPC-Dörfer anpassen. Das finde ich mega gut. Das finde ich richtig gut. Er hat es überlebt, er ist frei. Ach, ich wünschte, wir hätten sowas mit. Ich wünschte, wir hätten sowas mit. Ich könnte es ja markieren, das ist doof, ne? Jetzt nochmal extra irgendwie, aber... Naja. Hm. Hallo, ich will da rein. Danke. Ja, nicht so. Jetzt lassen wir alles so. Das klauen wir den jetzt nicht weg. Bücher. Nein. Für Mystkraft irgendwann eventuell, ja, aber so jetzt nicht. Interagiert mit Monstern, Spielen und Redstone. Es gibt Landminen. Und da lernt Gussform. Ich kann Landminen machen. Kollege, hört doch mal jetzt hier. Spargel, baut ihr zufällig Spargel an, da kann ich mir sowas mitnehmen, was der da ertauscht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es cool. Es ist aber definitiv ein Doppeldorf, also ist da was drin? Du hast ja kein Fenster, Kollege. Ich dachte, ich zeige ihm das mal, indem ich das dort wegmache. Ist aber ein ganz schön großes Dorf. Achso. Ach, dieser gelbe Rand, ne? Papier? Hm, Papier. Hm. Gehen wir zu einem einsamen Haus, oder? Das gefällt mir irgendwie. Ich bin gespannt. In diesen Giftwald können wir dann wirklich mal gucken. Einfach nur ein einsames Haus, ein ganzes Stück vom Dorf entfernt. Das ist voll traurig. Warum? Die Blumen sehen auch schick aus.
Ist das was Neues? Das mit dem Pfeilen? Im Giftbiom können wir vielleicht auch irgendwann mal was ganz Neues finden. Die Taubenbäume, cool. Hier gibt es einige davon. Schön. Da gibt es sogar Spinnweben. Ich habe ja Monster an. Ich habe ja Monster an, ich hab's vergessen. Hallo, Monster. Na du? Brenne, verbrenne. Hier ist ein Spawner. Und ein Spawner aus der Kiste. Aua. Kannst du mal. Jetzt, hör doch auf, Mensch. Das ist natürlich doof, ne? Kann man den zerstören? Man kann den zerstören. Okay, cool. Schön. Ist unter jedem von diesen Taubenbäumen sowas? Nee, das war sowas nicht. Aber bei denen, wo diese Spinnweben dran sind, wahrscheinlich, ne? Cool. Schön, dass man sowas auch mal erfährt. Hast du mal jetzt mit hier rein, würde ich sagen. Großholz-Setzling. Auch nicht schlecht. Monsterzeug tun wir auch mal mit hier rein. Was war Krimskrams? Das weiß ich, ne? Oh, guck mal. Die Aura-Note sieht man schlecht, aber mit dem Gerät kann man die gut sehen. Auf jeden Fall ist hier eine, die holen wir uns. Boah, 52 und wow, das ist auch viel. Und wir nehmen es mit, ich weiß nicht wofür, wir nehmen es einfach mit. Du kannst es vielleicht gebrauchen. Oh, da hinten haben wir wieder. Sind die dort da? Wenn die Ritter da sind, ne? Die Ritter waren nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren die Magier. Hier ist sowas nicht, ne? Ich guck gerade schon unten über, aber da ist nichts. Also für die Spinnweben dran sind. Cool. Gut zu wissen. Die sieht anders aus. Na, Todes studieren. Du musst die Dunkelheit studieren. Obsidian? Du hast Tenebre. Nein, schade. Cool, also Obsidian haben wir jetzt auch. Das ist schon mal gut. Wir haben wieder was Interessantes gefunden. Ach, grün. Wir brauchen noch zwei von diesen Platten, beziehungsweise wir brauchen auch noch diese Certus-Quarz-Kristalle. Die finden wir an Höhlen selten. Aber man kriegt sie nur so, glaube ich. Man kriegt sie nur so. Der Wald da hinten, ne? Wir dürfen in die Richtung gehen. Hey, super. Weg von diesem Wald. Der Wald ist ein bisschen düster. Dunkel. Das mag ich nicht. Und es ruckelt schon wieder. Diese Ruckler, ne? Neues Biom, also stellt neue Biome und gleichzeitig haben wir links diesen Wald und rechts kommt so ein Wald gerade.
Ich hab's nie um irgendwen gesehen, aber ich glaube, da kommt rechts auch so ein Wald. Ja, da kommt rechts auch so ein Wald. Super. Vom Regen in die Traufe. Ich wollte eigentlich mal das Giftbiom. Oh. Das ist jetzt doof. Na gut, ich will aber in die richtige Richtung gehen. Hier brennt's. Ich immer versuche, irgendwie in die Pfanne zu gucken und da irgendwas zu erspähen. Okay. Die Bäume haben halt als Bedürfnis nicht Erde, sondern Kies. Das ist ja okay. Jedem das Seine. Blumen. Wie ich immer das Gefühl habe, wenn ich nicht über die Berge gucken kann, dass ich irgendwas verpasse auf der anderen Seite. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mir der Blick zu irgendwas versperrt wird. Das ist... Ich will das sehen, was auf der anderen Seite ist. Wir gucken mal. Na, es lädt gerade auch, ne? Sehr bescheiden. Sage ich jetzt mal. Oh, der Weg hier ist schon so richtig. Achso, oh, oh, oh. Bitte keine Monster. Es ist durch diesen blöden Wald hier. Schnell weg. Schnell weg. Solange nicht der nächste schon am Horizont auftaucht. Geht's. Nein, okay. Und er zieht sich auch da drüben schon ganz schön lang. Dann gehen wir ein bisschen hier lang.